Was für ein Theater. Gestern Abend in Kassel vom Rathaus. Wirklichkeit mit 2 R. Das ist der Titel eines Theaterstücks, das dort gestern aufgeführt wurde, mitten auf der Straße. Und weil die Straße nicht etwa gesperrt wurde, haben alle, die dort lang liefen oder fuhren, irgendwie mitgespielt in der Wirklichkeit. Wenn du nachher nackig da stehst. Ich stehe nicht nackig da. Ich habe eine gute Unterhose. Von Home brauchst du da. Kostet 25 Euro. Den darfst du nicht filmen. Das kostet ja. Es geht um mich. Ich bin sein Management. Ein Schauspieler spielt einen Obdachlosen und ein Obdachloser mimt einen Schauspieler. Die Wirklichkeit ist verwirrend und sie soll es auch sein. Jedenfalls an diesem Abend, an dem sich nicht nur einer fragt. Sein oder nicht sein? Das ist hier die Frage. Das Durcheinander war so groß, dass wenige Minuten nach Spielbeginn die Polizei auftauchte, um nach dem Rechten zu sehen. Der Schweizer Theatermacher Tom Rieser klärte die Beamten auf, die notwendigen Papiere waren zur Stelle. Es durfte weitergespielt werden. Ja, danke schön. Okay. War das nun echt? Einem Pärchen in der Wohnung gegenüber ist es egal. Es lässt sich nicht stören. Neben der Bühne weitere Beamte. Sind Sie bei der Polizei wirklich oder spielen Sie das nur? Wir sind Schauspieler. Ja. Ich wollte schon immer mal für einen Abend Polizistin sein. Aber die Feuerwehr erscheint im Original. Sie führt die Love Parade durch die Kasseler Innenstadt an. Die Bereitschaft mitzumachen war bei allen Beteiligten groß, berichtet Rieser. Am liebsten wollte er, dass die halbe Stadt auf der Bühne steht und die andere Hälfte zuschaut. Unser Obdachloser hat es sich unter freiem Himmel gemütlich gemacht. Und in der Wohnung gegenüber kommen sich Sabine und ihr Freund Nico näher. Was jedoch nach dem Kuss passiert, entzieht sich fremden Blicken. Ein kompletter Spielmannszug lässt ahnen, wo die Musik spielt. Es geht natürlich darum, um das Spiel mit der Wirklichkeit. Wir sitzen nicht im Theater, weil wenn dort eine Wirklichkeit vorgespielt wird, dann ist es Theater. Ne? Mhm. Aber hier draußen kann es Theater sein, es kann aber auch echt sein, weil eben die Leute von draußen einfach reinkommen können. Und das ist für mich der reizvolle Unterschied. Den 4 Jahreszeiten hat Rieser eine 5. hinzugefügt. Krieg nennt er sie. Soldaten jagen durch die Straßen und werden auch Opfer. Die Kasseler Feuerwehr ist auch für das Klima zuständig. Regenmacher. Entschuldigung, sind Sie echt oder Schauspieler? Wir sind echt. Echte Feuerwehrleute? Echte Feuerwehrleute. Spielen Sie hier gerne mit? Ich spiele hier gerne. Hat Spaß. Ja, super. War was anderes. Ja, und los! Und schon regnet es in Strömen. Der Herbst ist angesagt. Klar doch, Nebelmaschine an. Inzwischen ist die Wohnung gegenüber einem Polizisten aufgefallen. Ich bin hier im Bereich der Fußstreife am Rathaus. Da oben ist einer im Fenster, der ist wohl total bescheuert. Sie müssen mal eine Streife hier vorbeischicken. Der Bescheuerte gibt derweil seiner Freundin Sabine ihren Fernseher zurück. Der ist doch kaputt jetzt! Mensch, Mann! Der ist doch völlig kaputt! Ja, das ist er. Und die Scherben liegen überall herum. Macht nichts. Auch die Kasseler Stadtreiniger sind mit von der Partie. Und die kehren alles zusammen. Nur einer tanzt wortwörtlich aus der Reihe. Einer von 2 Rappern. Theater unter Wirklichkeit? Ein Besucher? Wo es Zuschauer gibt und wo es Akteure gibt, ist immer Theater. Egal, auch wenn das Theater Wirklichkeit ist. Auch wenn das Theater Wirklichkeit ist. Was für ein Theater. Leider nur gestern und nie wieder.